So, hallo. Ich wollte mit euch das Spiel Holy Magic Century spielen, auch bekannt unter dem englischen Namen Quest 64. Und da das hier noch niemand auf Deutsch so gespielt hat, dachte ich, ich bin mal so dreist und ja, schnapp euch das mal von der Nase weg. An dieser Stelle will ich mich noch bei Stepi bedanken, oder wie sie heißt, weil sie mir hier so eine tolle Cam zum Aufnehmen empfohlen hat. Sonst könnte ich den ganzen Mist hier gar nicht machen. Na gut, zurück zum Spiel hier. Wir spielen mit Iron, so einem schwulen Magier hier, der so ein bisschen an Alfeifa erinnert, wegen seiner komischen Frisur. Naja, seht's euch selbst an. Ja, ich muss mich an der Stelle nochmal fürs Rauschen entschuldigen, was ihr vielleicht irgendwie hört, falls ihr es überhaupt hört, was ich nicht hoffe. Ja, das ist halt mein Laptop, der viel zu heiß wird. Manchmal sogar bis 91 Grad. Und ich weiß auch nicht, wie ich damit umzugehen habe, aber dass sich das hier sowieso niemand ansehen wird, außer irgendwann ich selber, denke ich mal, es ist so scheißegal. Außerdem, wenn sowieso niemand zuguckt, kann ich mich so asozial benehmen, wie ich möchte. Ja. So. Wir sind jetzt hier in Irons Schloss. Und wir wollen natürlich noch ein paar Gegenstände mitnehmen. So. Ja, die Gegenstände sind ganz wichtig, weil das Spiel ist ziemlich schwer ohne. Yeah, Tautropfen. Das brauchen wir für unsere Magieleiste, wenn sie erschöpft ist. Na, leider kann ich nicht alles übersetzen, weil ich eigentlich überhaupt kein Englisch kann, aber ich kenne das Spiel ja auf Deutsch. Und ich kann euch so viel, wie ich mich erinnere, erzählen, was gerade so Sache ist im Spiel. Naja. Na, die Grafik ist natürlich nicht so toll. Aber keine Ahnung, das Spiel hat einfach nur eine geile Geschichte, finde ich. Man muss es einfach mal gespielt haben. So. Und von der ollen Schlampe, da kriegen wir dann mal ein Brot. Das brauchen wir dann für die Energieleiste, damit wir nicht so schnell zusammenbrechen, halt, ne? Und hier ein Honigbrot. Das ist natürlich noch viel besser als das normale Brot. So, und jetzt gehen wir raus in die wunderschöne Natur. Ist das nicht wunderhässlich? Da können wir sogar runtergucken. Boah, atemberaubend, wie schlecht diese Grafik ist. Wow. Da haben sich die Hersteller richtig Mühe gegeben. Ja, die Wege im ganzen Spiel sind immer was länger. Das ganze Spiel besteht nur aus Kämpfen und Laufen, aber das ist egal. So, hier können wir so ein Element wählen, was wir zaubern wollen. Das Grüne ist Wind. Ja, das ist nicht ganz so gut, das würde ich nicht empfehlen. Dann gibt es noch Erde, da kann man dann Gegner von weitem angreifen. Und das Rote ist Feuer, da wird es richtig heiß. Aber wir nehmen jetzt mal Wasser, weil man sich damit auch heilen kann. Dann fällt das ganze Spiel nicht so ganz so schwer. Ach ja, diese weiten, weiten Wege. Und diese fesselnde Grafik. Wortwitz-Grafik. Da, wie wunderschön diese Pflanzen gemalt sind. Richtig echt, ne? Naja, wenn die Wege hier zu lang sind, der kann ja ein bisschen vorspulen. Weil es ist echt ätzend, diese Lauferei.
So. Und jetzt kommen wir in eine Stadt. So. Da können wir jetzt auch noch ein paar Gegenstände mitnehmen, die wir noch gut gebrauchen können. So. Ah, hier ist das Hotel. So, hier bekommen wir jetzt Flügel. Und er hat ja gesagt, schwingen. Damit können wir uns dann wieder hier in das Dorf teleportieren, wenn wir irgendwie draußen im Arsch sind. Okay, und dann holen wir uns jetzt noch hier die Gegenstände. Ja, die Mucke ist sehr toll. Yeah, fresh bread! So. Und hier ist wieder so ein Geist, wo wir uns wieder einen Stein aussuchen können und wir nehmen wieder Wasser. Boah. Okay, aber wir gehen. Ich zeige euch vorher noch mal das Hotel, wer es nicht kennt. Da können wir dann unsere Energie wieder aufladen und ja, wir können speichern. Also wir müssen speichern, um unsere Energie wieder aufzuladen. So. Hier ist noch eine wichtige Person, Shannon. Die treffen wir immer wieder im Spiel, gibt so wichtige Tipps und hat später noch eine richtig wichtige Rolle, die ich aber jetzt noch nicht verraten will, falls ich das hier überhaupt zu Ende let's play. So, speichern wir einfach mal, obwohl wir einen Emulator haben. Ein Emulator! Ah. Okay. Wer in die Zukunft guckt, muss mit schlechten Wortwitzen rechnen, echt. Selber schuld! Wer das X oben nicht findet bei YouTube. So. Da-da-da-dam! So, und was jetzt auf uns wartet, das zeige ich euch im nächsten Video. Ich bin so dreist! Wie geht denn das schon wieder aus hier, ey?